Und damit hallo und herzlich willkommen zu ARK Survival Du und Baloo ist auch wieder dabei. Servus. Ja, kurze Pause bei uns zwischen der letzten Folge und dieser. Wir haben uns kurz ein bisschen ausgerüstet und wollen hinten auf die Sony Dragons losgehen. Den Rex haben wir ja beseitigt, Gott sei Dank. Schade eigentlich drum, aber naja. Wir haben erstmal zwei Rexe, da müssen wir erstmal hinkommen vom Level. Das ist so. Überhaupt erstmal das Ding, Level 60 zu erreichen, ne? Ja, was haben wir vor? Da hinten liefen zwei Sony Dragons und die wollen wir beide umhauen. Und der besser ist, den nehmen wir mit. Ganz klares Prinzip. Balu, kommst du? Ich fühle mich so ein bisschen unsicher, wenn ich hier zu Fuß unterwegs bin. Ja, klar. Das könnte meistens tödlich enden auf dieser. Ach, du nimmst einen Rex mit. Ja, aber der steht auf passiv. Alles gut. So, ich will jetzt auch nicht großartig sprinten, sonst verbrauche ich wieder so viel Wasser. Apropos Wasser, ich könnte mal was trinken. Zack. Wollte gerade sagen, hast du auch den Waterskin mitgenommen? Ne, ich habe einen dabei. Bringt eh nichts, wenn du zwei hast. Die gehen gleichzeitig eh wieder leer. So weit weg vom Wasser sind wir ja jetzt nicht. Wir wollen ja versuchen, die ein Okay. bisschen in unsere Richtung hier zu locken und nicht weg. Also, nicht wegpacken. Ich weiß auch gar nicht, kann man die bolern? Ich glaube nicht, ne? Das ist eine interessante Frage. Ich teste das Da ist jetzt. noch ein Rex. Was? Wo? Direkt geradeaus. Was? Oh. Verstehst du jetzt, warum ich unseren Rex mitgenommen habe, für euch selber? Ja, und aus irgendeinem Grund sieht er genauso aus wie den, den wir gerade gekillt haben. Fällt dir was auf? Ich hab ein Déjà-vu. Hi. Schlecht. Ich sehe aber die Drachen noch nicht. Ich Der gehe. eine war zwischen den Beinen vom Rex. Ja, pass auf, ich probiere hier mal irgendwo auf eine Anhöhe zu kommen. Dass ich mir das von oben mal angucken kann. Ja, oder auch nicht. Na, Mensch! Das hatte ich doch schon mal dieses Problem. Das geht an der Stelle nicht. So. Und ich sehe den Rex auf dich zukommen, so im Prinzip. Der wackelt jetzt ein bisschen rechts von uns. Da hinten komme ich hoch. Gucken wir mal, ob wir die umlegen können. Die Viecher. Nee, das ist Morellatops. Der ist gerade beschäftigt mit Morellatops. Ich wollte gerade sagen, sind da schon zwei. Den Rex sollten wir vielleicht wirklich beseitigen, ne? Das wäre ein bisschen. Irgendwie hänge ich hier fest. Verdammt! Oh. Aua! Hast du mich. Balu? Ja. Ah, ne. Ah. Er hatte mich gerade kurz im Visier. Komme ich hoch? Natürlich nicht. Wieso komme ich denn nirgendwo hoch? Ich habe so ein bisschen Schiss, dass er oder sie da gleich auf mich losgeht. Ich komme hier nicht hoch. Nirgendwo. Doch da. So. Neue Runde, neues Glück. Versuchen wir es nochmal. Toll. Jetzt rennt er parallel zu mir. Aber die Drachen sind weg. Ich sehe sie nicht mehr. Da oben ist noch ein Rex, oder? Ist ein Rex? Sieht seltsam Rexschwanz aus, weil ich oben auf der Klippe gesehen habe. Also es ist total harmlos hier. Hier ist nix. Wir waren noch nicht so weit gelatscht für die beiden, Nee, oder? aber der Morellatops rennt jetzt genau in meine Richtung. Ja gut, dann snackt den Rex weg und dann komme ich rüber. Hier geht's zum nächsten Wasserloch. Und da läuft auch ein Thorny Dragon. Ein zorniger Ist nur Drache. Level 20. Ah, das ist gut. Ein Ankylo. Level 12 Female. Ich glaube, dich holen wir im Offscreen. Du dauerst sehr lange. Wichtig. Ah, die beiden haben sich verdünnisiert. Die sind beide hier. Gut. Nichtsdestotrotz muss ich da runter. Und muss mir Wasser holen vorher. Das geht unheimlich schnell hier, wenn du dich ein bisschen bewegst. Immer noch die. Och, Rex. Was? Hilfe, Kieselstein. Das Kennst du doch. da sind noch mal zwei von den. Boah, scheiße, Terrorbirds. Die dürfen mich jetzt nicht sehen. Die kann man bolern, ne? Robert, ja, du kannst so ziemlich alles hier polern. So, ja, gut. Die Mod im Keller Saurus nicht, ne? So. Ah, da bist du. Dann probieren wir jetzt einfach mal aus, ob wir den.
dem eine Bola verpassen können. Oh, man sollte auch treffen, ne? Nein, kann man nicht. Ich komme zurück. Achso, man muss ihn auch werfen. Ausgewichen. Aua, der beißt ja auch. Ich komme. Hallo? Ja. Ich sehe zumindest unseren Rex. Haha, ausgewichen. Also unser Rex steht auf Passiv. Das ist gut. Au, jetzt bin ich natürlich voll reingesprungen. So. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Stamina, verdammt. Au, schon wieder erwischt. Schon gut, mein Leben ist noch voll, das ist ganz gut. Ich probiere den jetzt mal hier ein bisschen auf den Rex zu ziehen. Dass wir ihn tanken können. Nee, geht jetzt mal auf die Motte los, das ist meine große Chance. Sofern wir hier irgendwo, genau. Aua. Ja, lange hat das nicht gehalten, ne? Du tust weh, verdammt. Mensch! Oh, ich hänge fest. Ah. Er auch. Jetzt habe ich dich. Ah, ich springe immer in die falsche Richtung. Man muss immer noch. Na toll, jetzt hast du ihn natürlich rausgeholt. Ich weiß. So, der ist ziemlich hinüber, muss ich sagen. Aua. Ich auch, verdammt. Ja, hat er mich in die Ecke gedrückt. Ja, jetzt muss ich hin. Bett. Respawned Bett. Ja, das hat super geklappt, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Nein. So, ich komme wieder. Was wackelt die so? Ach, das bist du. So, Mord im Keller mitkommen. Gut, der ist hinüber, ne? Er ist hinüber, ja. Das war wirklich, selbst mit dem Wolf nur noch einmal zubeißen. Mhm. Also, eindeutig, Bungerang macht zu viel Schaden für den. Kann sein, ich weiß nicht, welches Level der war. Hast du das Level gesehen? Aber deine Wulle schon jetzt auch gerade so überlebt. Ja, wie immer. Die sterben ja, wie die fliegen. Das ist normal. Sag mal, welches Level war der? Ich weiß halt nicht. Ich hab nicht aufgepasst. Nee, du! So bist du mehr, ne? So. Also der braucht echt Stamina hier, der Mod im Keller. Ich bin da. Mein Loot liegt ja da hinten, ne? Irgendwo zwischen den Felsen habe ich schon gesehen. Ja, ich bin ja einmal rum irgendwo gestorben. Da. Take all. So, dann probieren wir das hinten bei dem anderen nochmal. In der Hoffnung, dass der ein besseres Level hat. Aber ich werde ihn von oben beschießen. Damit du Bescheid weißt, ich habe sogar auch jetzt eine Ersatzmetallpike aus dem Vieh. Korrekt. So, komme ich hier wieder irgendwo hoch. Und wieder zurücklatschen. Verdammt, nicht die Axt. Ein Vorteil hat's, ich habe keinen Hunger mehr. Der Mord im Keller kommt hier nicht hoch, ne? Ne. Er probiert's gerade, lass mich mal so ausdrücken. Ja, ne, dann nimm du den lieber da unten auf Verlohung. Und komm einfach da den Weg entlang. Da steht schon wieder ein Rex! Ist doch jetzt nicht wahr, oder? Alter, Finne, wie respawnen die denn hier? Das ist ja echt hammerhart. Kann ich dir nicht sagen. Ne, toll. Na! Komm! Da hoch! Mensch, nein. So. Da ist der Kollege. Jetzt muss ich nur warten, dass er mir hier irgendwie ein bisschen Richtung Felswand kommt, dass ich von hier oben runterschießen kann, weil so weit fliegt der Boomerang ja nicht. Oder etwa doch. Das könnte vielleicht noch gerade so passen. Nee, der passt nicht. Der dreht ja. Der dreht vorher um. Oh, Kacke! Katze, kann man bolern? Ja. Gut. 6. Katzen, Wölfe, Raptoren und Terrorbirds. Kannst du alle bolern? Ja, das ist gut. Wie du weißt, etwa 80% unserer Nachbarschaft. Mhm. Ja, ich hatte gerade einen Nachbarn. War was?
So, wo ist der Drachen? Vielleicht verstehst du jetzt auch, warum ich nicht mehr ohne Bola aus dem Haus gehe. Ja, es ist von Vorteil. Es ist wirklich von Vorteil. Da hinten ist der Drachen, da komme ich natürlich hier nicht auf den Felsen. Oh, guck an. Komme ich da an dich ran? Da ist ein Direwolf. Den will ich aber jetzt nicht machen. Na, Mensch! Besten hin. Ein bisschen den Weg entlang. Moment. Du müsstest gleich irgendwann Zahlen sehen. Ich probiere gerade den Wolf hier zu töten. Ich befreie ihn mal aus seiner misslichen Lage. Alter, der hält aber viel aus. Und das ist nur ein 44er. Wie sagt er, wie so viel Leben? Ich kann nicht abbauen. Ja, toll, scheiße. Also ich bin jetzt einmal schräg gegenüber vom Rex. Ja, ich habe so ein anderes Problem. Das wäre. Ich hänge in einem Kuckloch. Guckloch. Ja. Verdammt. Ich werf mal den Boomerang hoch. Vielleicht siehst du mich ja. Sag mal so, wenn du von Mord im Keller aus, wo bist du weitergegangen? Die Schlucht entlang. Ich habe keine Ahnung, wo Mord im Keller Oben jetzt oder steht. unten? Oben. Ach, warte mal. Kann man den abbauen? Da fällt mir noch gerade was ein. Haha, man kann den abbauen. Perfekt. Das kann ich noch nicht unterscheiden, welche man hier abbauen kann und welche nicht. So. Haben wir das Problem auch gelöst. Okay, da unten sehe ich einen Sony Dragon. Ja, hier ist noch einer. Da siehst du gleich auch irgendwann einen Stein explodieren. Da. Ach, Einmal. da bist du. Ja, ich hing hier so in der Kuhle drin. Problem gelöst. Jetzt muss ich nur schnell die Boulder wieder reintun, falls hier wieder irgendwas kommt. Zack. So, und wo ist der Drachen jetzt hin? Der ist auf der anderen Seite von dem Felsen. Ich sehe einen Känguru. Guck ich hoch? Jawohl. Und ich dehydriere schon wieder. Bumm. Na, komm ich da ran, komm ich da ran, komm ich da ran? Ah, dreh um! Wo bist du denn überhaupt? Ach da, hinter mir. Ja, du stehst wieder mit Pfeil und Bogen drauf. Macht ein bisschen weniger Schaden. Aber das war auch ein Treffer und jetzt ist er sauer auf mich. Ah, da. Ka-ching. Pass auf, ausweichen. Da musst du echt ausweichen bei den Dingern. Wie viel Schaden macht der Bogen? Dagegen? 20 nur. Ja, gut. Tauschen natürlich ab. So, Treffer. Aua! Man sollte ausweichen, ne? Wie war das? Nicht erwischt. Das Schlimme ist ja, die zielen ja in alle Richtungen. Da. Ja, das ist ein Felsenweg, ne? Kommst nicht ran. Aber ich komme genauso wenig an ihn ran. Na, ah, verdammt. Schon wieder getroffen. Ich meine, gut, ein bisschen Gift hat, ist halb so wild. Gibt Schlimmeres. Ja, ich treffe immer nur den Schwanz von hier aus. Schwierig, schwierig, schwierig. Da ist er. Aua! Voll ins Gesicht. Ja, gib mir doch nicht! Jetzt ist doch mal gut, komm mal her. So, Treffer. Bleib da stehen, genau so. So, nicht anders. Achso, da triffst du mich nicht. Wieso werf ich daneben? Ah. Hihi, der schießt immer in den Stein rein. Ich nutze das gerade mal als Vorteil. Und gleich kommt von hinten ein Rex. Rom, weg. Zau da ab. Na, knapp drüber. Pass auf, der haut ab. Wir müssen hinterher. Ich weiß nicht, wie weit der flüchtet. Wo ist er? Da ist er. Ah, kommst du? Ich will jetzt nicht in ein Kilo treffen. So. Das scheint ja vielleicht mal zu klappen. Ah, verdammt, knapp drüber. Ups. Er steht. Der hat sich ja irgendwie festgepackt gerade.
Oh. Er liegt. Oder sie, vielmehr. Es ist Mädel sogar. So, was fressen die Viecher? Kann ich dir sofort sagen. Vorbereitung ist alles. Was fressen sie? Und Narkotik haben wir auch irgendwo bestimmt, ne? Na. Ja, gib mir eine Sekunde. Ja, nur können alle. Ja, gut. Wir haben Sony Dragon. Unter Umständen vielleicht bald. Das hat ja zumindest schon mal geklappt. Was machen wir jetzt? Da hinten ist noch einer. Was für ein Level hat der? 20. Der hat Level 20. Fleischfresser. Okay. Das und heißt. Favorisiertes Kibbel ist Mortella Tops. Ist ja top. Normalerweise. Top. Wir haben ein Ei. Ich hol mal unsere anderen beiden. Mhm. Ich so weit krabbel. Hinten, wie du jetzt bist. Ja, das mit dem. Der Plan, das Richtung Base zu ziehen. Oh. Macht deine auch Geräusche? Ja. Er macht auch Geräusche. Wir brauchen ein Zelt. Mhm. Das ist, klingt nämlich nach Sandsturm. Hast du ein Zelt gelernt? Ich hab's gelernt, ja. Hast du eins mit? Mir fehlt nämlich Silk. Dann stellen wir das am besten möglichst schnell hier auf. Ich hab ein Zelt dabei. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ist glücklicherweise im Rex. Mhm. Obwohl, was mache ich mir eigentlich so einen Stress? Achso, wir haben ja den Mortadella-Saurus dabei, ne? Oder? Ja. Gut, ich verdurste nämlich gleich schon wieder. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass beide zu mir kommen. Mhm. Aber bei dir, glaube ich, irgendwo daneben müsste auch ein See sein. Ja, aber das sind Terrorbirds. Die Terrorbirds habe ich mir schon gesehen und ich will da nicht jetzt wirklich hin. Wir krabbeln einfach mal ein bisschen rum in der Zeit. Was können wir erzählen? Nicht wirklich viel. Ach, ist das lustig. Was? Skorpione kommen noch nicht mal an mich heran. Beim Wolf. Doch, was können wir erzählen? Doch, natürlich. Wir haben im Forum gelesen vorhin. Mal ein bisschen. Siehst du mich schon, oder? Was? Nein. Nein. Wir haben vorhin mal ein bisschen im Forum gelesen. Und da hat, ich glaube, der Tom war das von Ark, also von den Entwicklern im Forum einen Beitrag geschrieben und hat mal so ein bisschen erklärt, was sie noch vorhaben. Ah, ich sehe einen Rex. Ist das jetzt unserer? Ja, ist unserer. Gott sei Dank. Hat mal so ein bisschen erklärt, was sie da vorhaben wollen. Und zwar, es sollen bald, die Random Maps kommen. Das heißt, wenn ich irgendwo spawne, wird die Map zufällig berechnet. Hey. Und man soll dann auch, wie es jetzt wohl auch schon möglich ist, ich habe es selbst noch nicht probiert, von Map zu Map wandern können, ne? Ja. Das ist ja echt, also, das wäre schon cool, wenn das so klappt. Ah, verdammt, ich hänge hier fest. Was stand noch drin? Brutphase 3 soll kommen, ist ja seit Ewigkeiten angekündigt. Der Tapejara, der leider bei dem Update hier nicht dabei war, und der Archaeopteryx. War sonst noch irgendwas Wichtiges da drin? Ich glaube. Für sich kann ich es ja kaum sagen. Ich glaube nicht wirklich, aber ist, wie gesagt, diese Random Locations, und deswegen ist das DLC auch jetzt vorher gekommen, bevor es eigentlich aus dem Early Access raus ist, also Ark. Ja, die wollen es halt vorher austesten. Zelt aufstellen. So, schnell rein da. Ja, Balu stellt sich nackig draußen hin und sammelt Sand. Wäre eigentlich schon so eine Maßnahme, dafür muss ich mich nackig ausziehen. Dann können wir nämlich auch weitermachen, gell? Ist, glaube ich, die dümmste Idee, die wir haben, hier in der Schlucht nackig rumzulaufen, ne? Eigentlich ja. Vor allen Dingen jeder Sandsturm ab in die Zelte oder in die Häuser. Und die Bekloppten von Koya Server gehen nackt raus und farmen Sand. Hm. Ja klar, ist ja einfach so eine Variante, an Sand zu kommen, ne? Definitiv, also man schafft während eines Sandsturms so etwa 40 Einheiten pro Person. Ja, ist zumindest schon mal ein Teil weniger, was wir brauchen. Das Schlimme ist nur, wenn man hier dann so in den Sandsturm guckt und man sieht so eine Rexnase auf sich zukommen, dann hat man meistens ein Problem. Oder so wie ja, hier den Morellatops. Ich habe schon unsere beiden auf neutral getroffen. Mhm. Jetzt muss ich natürlich, ich sehe das Zelt, wo da liegt der Drachen. Gut.
Dann ist Also halt. sollte was kommen, überraschend, deckt er überraschend das auch ab. Ja, unter Umständen, ne? Also der frisst Fleisch. Der frisst Fleisch. Ich guck mal im Rex, was der noch so drin hat davon. Ich habe sage und schreibe 4 Fleisch. Der Rex hat 13. Nur so wenig. Der Wolf Ja, hat dann 3. wollte gerade sagen, dann guck erst gar nicht in den Wolf. Reite. Aber auf den Morellatops würde ich jetzt noch nicht, gar nicht gehen. Doch. Verdammt, ist er schnell weg. Ja, vor allen Dingen, weil auch die Tiere nicht sprinten, außer Wilde. Das ist auch irgendwie witzlos. Dann sollten die auch nicht sprinten. Oder alle. Falsche Rechtsnase. Oh Gott. Das ist echt. Also das meine ich. Dann guckt er auf einmal so. Das meiste ist dann so, man kommt hier hin. Und auf einmal kommt da so eine Rexnase und dann hopp. Dann war es das meistens auch schon. Weil man kommt nicht weg. Man hat keine Chance, da wegzukommen. Definitiv. Man kann ja nicht sprinten. Wie lange braucht er eigentlich? Ist das schon irgendwie bekannt? Laut Calculator braucht jetzt unsere. Ja gut, wir haben Brutgeschwindigkeit auf 2, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Also mit Prime Meat 45 Minuten. Mit Raw Meat 2 Stunden 20. Au. Das heißt, wir stehen hier 2,5 Stunden rum. So ungefähr, ja. Ja, anders kannst du nicht sagen. Wir haben hier sonst kein Prime Meat rumlaufen. Die Rex haben wir gekillt. Ein Rex ist noch hier. Ja, gut, Aber aber. da warten wir, bis der Sandsturm zu Ende ist. Ja, aber ein Rex zu machen, bringt jetzt auch nicht so viel Prime Meat, dass es bis zum Ende reicht, ne? Ich meine, gut, wir können uns ein bisschen Zeit dadurch sparen, aber nicht viel. Eben. Vorteil ist, er ist ja schon bis dato wahrscheinlich ein bisschen ausgehungert. Und dann wird er vielleicht 2, 3 Stück auf einmal fressen. Was braucht er denn an Hunger? Also wie viel Prime Meat braucht er? 24 Prime Meat. Gut, 24 mal 80. Hat er nicht 80, hat 60, denke ich. Ach ja, schon, Prime Meat hat ja sogar nur 60 Hunger. Das sind dann 12.200 und 4, also 1000, sagen wir jetzt mal grob 1300 Hunger. Wird schwierig, der hat nur 1800. Also den müssen wir fast komplett runterhungern lassen. Also der Calculator, kommt das hin? Wie Nee, nicht viel ganz. Prime Meat 24? 24, ja. Ja, die kriegen wir natürlich nicht aus einem Rex raus. Das wird. Aus einem nicht. Ne, definitiv nicht. Aber so drei könnten da möglich sein. Könnte dieser blöde Sandsturm mal rumgehen? Mensch! Ich will mal wieder was sehen. Das macht keinen Spaß. Ach, und damit die Zuschauer auch wissen, warum wir uns überhaupt nackt ausgerechnet draußen hinstellen, die Rüstung nimmt Schaden. Stimmt. Zählte auch, solange die Tür offen ist. Also Tür in Anführungsstrichen. Solange das Zelt aufgeschlossen ist, nimmt Zelt Schaden. Da ist auch nicht wirklich was Interessantes für mich drin in dem Rex. Außer ein paar Bärchen vielleicht. Dedede. Beziehungsweise die, umgekehrt, ich schmeiße ihm die Bärchen rein. So. Ein bisschen Silk habe ich noch geholt. Wir haben wieder 30 Silk, also wir könnten wieder 3 Zelte bauen. So. Nee, ich sammle ja definitiv das Silk, weil das benötigst du dann auch für die Wüstenrüstung. Aber hier sieht man es auch ganz gut. 43 Sand habe ich jetzt schon gefarmt. Nur vom Rumstehen. Das haben wir hart, oder? Nee, 23 kann nicht ganz möglich sein, da hattest du vorher noch ein bisschen was drin. Ich habe jetzt 28. Ich wüsste jetzt eigentlich nicht, dass ich noch was drin hatte. Na gut, kann sein. Aber 29. selbst das ist hammerhart. Das ist sehr, sehr viel. Dafür, dass du hier nur ein bisschen rumstehst. Ja, das ist halt alles, was unsere Unterhose einsammelt. Mehr haben wir ja nicht an. Ja, da muss man mal so ein bisschen hin in eine Unterbox rumkrosen und dann findet man noch Sand. Ah, die Vorstellung, ne? Diese Vorstellung gerade. Oh, ich hab so Bilder im Kopf jetzt. Mann, mach die Bilder aus. Na du? Ist schön hier, ne?
Gesichtspeeling. Normalerweise müssten die Schuppen vom Rex auf der Seite, wo der Sand gegenbläst, weg sein. Der müsste eigentlich gesandstrahlt sein. Ja, so ungefähr. So wie das hier rumpfeift. Obwohl wir auch, wir müssen eine Horde Knochen sein. Einmal Sandstrahlen. Knochen polieren. Aber das erklärt die roten Augen. Der Sand brennt so in den Augen bei den Rexen. Ja, was denn? Ach Wenn ja. du Duschgel ins Gesicht bekommst und in den Augen, dann brennst du auch. Da hast du auch rote Augen. Das ist bei denen eh nicht. Das ist denen ihr Duschgel. Und wieso stelle ich mir jetzt einen Rex unter einer Dusche vor? Oh Mann. Ich sollte vielleicht öfters mal schlafen. Ich leide so ein bisschen an akutem Schlafmangel. Sag mal, wie lange hält dieser blöde Sandsturm an? Balu? Kann ich dir nicht sagen. Ja, aber da bringt ja nichts. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Oder wir zählen ihn auf. Mal sehen. Je nachdem, wie lange das Ding noch dauert. Kann nämlich sein, dass das noch eine ganze Weile anhält. Und dementsprechend der Hunger runter ist und wir ihn schon mal durchzählen. Also, ich meine, der wird keine 2,5 Stunden dauern, der Sandsturm, aber der wird eine ganze Weile dauern. Ich habe ja gesagt, so an die 40 Einheiten Sand holst du raus. Ich habe jetzt 39. Balu? Ja. Wir brauchen einen neuen Drachen. Warum das? Der ist durch den Sandsturm verreckt. Nicht dein Ernst. Doch, mein voller Ernst, er liegt hier tot. Nee. Doch. Der ist bewusstlos. Ah, nee. Man sollte auch die UI einschalten, ne? Oh Der Mann. Kerl. Oh, einmal mit Profis, ne? Ja, definitiv. Auch hier, falscher Server. Der sah so tot aus. Der sah wirklich so tot aus, aber der Sandsturm ist vorbei, das ist gut, wir können weitermachen. Ja, ich Zumindest habe ein ja paar gesagt, Minuten. 40 Einheiten Sand holst du raus und ich habe jetzt genau 40 in meinem Inventar. So, Quasi, wer wissen will, wie lang der Sandsturm geht, braucht sich eigentlich nur rauszustellen als Sanduhr. Gleich ist er vorbei, gleich ist er vorbei. So, ich habe hier drei Morella-Tops. Ein Känguru, ein Dödi. Ein Dödi-Level? 64, nee, den nicht, der dauert zu lang. Dauert definitiv zu lang. Das Problem ist, sie brauchen Dilo-Kippel und Dilo-Kippel haben wir nicht. Und bei Schwierigkeit 1.0 dauern die dann ungefähr. Ne, an Kilo waren ungefähr 5,5 Stunden, ne? Ein 120er. Oder 6 sogar. Ja, 5,5. Ja, und das würde ich mir jetzt so schnell nicht antun. Da müssen wir uns was überlegen. Wie wir an die hohen Tiere kommen. Dass wir dann vielleicht mal zu gewissen Zeiten vielleicht mal einfach die Taming-Rate hochdrehen. Oder muss ich mal in der Game-Ini gucken, ob es sowas gibt. Oder vielleicht wisst ihr das ja, ob man nur für bestimmte Spezies das hochdrehen kann. Weil in der Game-Ini oder allgemein in den Einstellungen kannst du ja fast alles einstellen. Dass wir vielleicht nur gewisse Spezien hochdrehen können, damit die nicht 6 Stunden dauern. Weil es bringt nichts, wenn wir hier über 12 Folgen den Ankylo liegen haben und uns dadurch natürlich nicht wirklich wegbewegen können. Weil wenn wir drinnen sind, dann nehmen wir auch auf. Überwiegend. Und wir stellen es jetzt. Achtung, Terrorbird bei dir! Wir stellen es jetzt nicht hier 6,5 Stunden hin oder 5,5. Dazu fehlt mir auch ein bisschen die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Hey du! 6. Zack, komm. Geht doch. Ups, der Inventar. Wo ist er denn hin? Wo ist denn der? Der Terrorvogel ist weg. Anka, hast du jetzt ein Problem mit mir? Ich hoffe doch nicht. Wo ist der Terrorvogel hin? Hast du den wegfliegen sehen, Balu? Natürlich nicht. Nee, habe ich nicht wegfliegen sehen. Verdammte Axt. Mein Terrorvogel ist weg. Krabbeln wir mal hier in der Luft rum, damit wir das auch abernten können. Ne, da ist er auch nicht. Der versteckt sich vor mir. Der hatte Inventar. Das ist ärgerlich. Was war das? Was? Da hat irgendwas geraschelt. Ich glaube, der Rex hat ihn gefunden, oder? Lass du mit dem rum. Du läufst mit dem rum. Ich laufe mit ihm herum, weil ich wollte jetzt auf den Ah! anderen Rex drauf gehen. Ich hab den. Ich komme nur nicht ran. Ich muss den Stein weghauen. Ein bisschen voll Durst ich Ich schon wieder. glaube, ich gehe mal nach da oben, weil da prügelt sich gerade Morella-Tops. Okay, ja, hol Fleisch. Ist eine gute Idee.
Ist eine gute Idee. Das ist nur schade, dass wir den Rex noch nicht benutzen können, ne? Ja, aber wie bereits gesagt, schon allein, wenn er so als Sparringpartner mit mir rumrennt, das ja, schon eine Menge wert. Vor allem was schön ist, wir haben bis dato halt, haben die ein paar Level drauf, ne? Definitiv. Einfach hacken, einfach hacken. Das ist ätzend. So. Terrorvogel. Toll, das hat sich voll gelohnt. Na gut, die 11 Pfeile nehme ich raus. So, was stampft hier rum? Noch Morellatops? Ich brauche schon wieder Wasser. Wo ist denn unser Morellatops überhaupt hin? Da. Ich verdurste nämlich schon wieder. Drink. Ne. Nee. Am Profis, ne? Trinkwater. Zack. So, und ich würde sagen, ja, wir machen hier mal ein bisschen weiter. Wir gucken mal, wie lange er liegt. Entweder melden wir uns dann, wenn er aufwacht, oder ein paar Sekunden später, je nachdem, was passiert. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange das jetzt hundertprozentig dauert, ob das mit dem Calculator so stimmt. Das müssen wir erstmal ausprobieren. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin, genießt den Sonnenuntergang. Und Balu, der da hinten irgendwas jagt. Macht's gut, ciao, ciao. Feige Wölfe.